Es ist für mich ein beruhigendes Gefühl, wenn ich einem Sterbenden einen letzten Wunsch erfüllen kann und er so versöhnt Abschied nehmen kann. Die Dankbarkeit, was man von den Menschen auch noch kriegt, und das, wenn nur einfach ein Händedruck ist oder einfach ein Lächeln, das ist eine riesengroße Bereicherung. Insgesamt finde ich diese Aufgabe ein Kreislauf von Geben und Nehmen. Also ich gebe da viel, ich erfahre auch viel Leid natürlich, aber ich werde auch beschenkt, wenn die Leute dann wieder mal lächeln oder wenn sie Fortschritte machen in ihrem Trauerweg. Durch meine berufliche Tätigkeit als Gerontofachkraft in einem Seniorenheim habe ich oft erlebt, dass die Menschen am Ende ihres Lebens einsam und alleine sind. Das hat mich vor fast 15 Jahren dazu inspiriert, bei der Caritas Hospizinitiative in Littenau die Ausbildung zur Hospizbegleiterin zu beginnen und abzuschließen. Als Hospizbegleiterin möchte ich für den Sterbenden da sein. Er soll spüren, dass er nicht alleine ist, ihm helfen, Ängste abzubauen, liebe Erinnerungen suchen, gemeinsam mit ihm reden, zusammen schweigen und so die schwierige Phase seiner letzten Lebenszeit für ihn erleichtern. Die Themen Tod und Trauer interessieren mich schon seit Jugendzeit und beruflich bin ich Sonderpädagogin. Ich habe mit schwerstbehinderten Menschen gearbeitet und da ist ja das Thema Tod und Trauer sehr präsent. In diesem Zusammenhang habe ich dann sehr viele Ausbildungen gemacht für Erwachsene, Kinder und Jugendliche zur Trauerbegleitung und mache momentan nur Trauerbegleitungen in Einzelbegleitung, biete auch Trauerspaziergänge an. Dadurch, dass man geht, kommt alles so in Fluss. Da sind die trauernden Menschen sehr offen. Und ich biete auch Gruppensitzungen an, wobei die Einzelbegleitungen am meisten angenommen werden. Für mich persönlich ist es auf jeden Fall eine Bereicherung. Man hat einen ganz anderen Blickwinkel. Man lebt bewusster. Und ich würde mir wünschen, für die nächste Zeit oder für die Zukunft, dass sich viele Menschen dazu bereit erklären, das einfach mal zu probieren. Man braucht Zeit, ein bisschen Empathie. Das ist das Allerwichtigste meiner Meinung nach für Begleitung. Über den Preis freue ich mich sehr, der ehrt mich. Und er ist Ansporn und Motivation für unser gesamtes Hospizteam und eine Wertschätzung für unser Ehrenamt. Und ich hoffe, dass die Leute offener werden für das Thema Tod. Dass sie sich getrauen, an die Hospizinitiative zu wenden, die ja reines Ehrenamt ist und einer totalen Schweigepflicht unterliegt. Das wird oft übersehen.